Miss Elena! Du hast dich auch ziemlich verändert! Well, I have not seen you in some time, but how did you know I was here? Elena, why are you here? What are you doing now? Well, I'm turning. Turing. I see. Hey, Elena. Get the waishing. Oh, you have a guest? Yes, an old friend of mine. I will be in shortly. Wieso geht der Text hier von alleine weg? Selbst hier nerven sie mich. You are a minstrel now, is this correct? Yes, I sing with this troupe. I travel from town to town, sharing joy. But it somehow seems like quite a difficult life. I really enjoy my life now. It allows me to see so many happy faces. Ich würde glücklicher sein, wenn der Text nicht so schnell weggehen würde. When I sing, my heart is at peace and I'm filled with life. We can be as one. The happiness I bring people when I sing is my source of joy. Elena, you look so happy. I am very happy. Everyone else is doing fine too, right? Yes, everyone is living happily, but... Ah, you mean Ryodo? Have you seen him? Has he returned or have you received words for him? No, one knows where he is. He said that he had anything yet to do. Miss Elena. Huh? Are you really all right being alone? How can you wait like this, keeping your faith in Ryodo? I cannot understand. Rowan, you asked Melania the same thing, right? The experience we shared, all of us, have bound us together in a way that defines us, but this bond we share can be felt. So I do not have faith in Ryodo, I have faith in irgendwas anderes. If you are quiet and listen closely to the world, you will hear its pulse. Listen, can you hear? Can you feel my heart beating? The rhythm feeling the world? You do not need to touch a heart to feel it. Ryodo's heart beats in the same time and... I believe this from the bottom of my heart. All things are possible through belief, but our heart's desires will come to pass. I know it sounds crazy, but this is what I put my faith in now. Ryodo will come back, I'm sure. He will return to us. Elena. I want the world to realize that... The music of the heart, of the world, connects each and every one of us. That is why I continue to sing. Ja, vielleicht hört ja Ryodo irgendwo in der Welt deine Stimme. So als während du gesungen hast, während Ryodo die Prüfung gegen die Hörner von Valmar hatte. Ah, nee, das alte Heimatdorf. Na, wo wir sie das erste Mal begegnet sind. In der Kirche. Wo Melania da die Statue zerstört hat. Und der Priester mit dem Karius.
Mario, du! Musst du ihn jetzt schon wieder irgendwo in der Welt rumgurken, hä? We will depend on gods and miracles no longer. We will rely on no one but ourselves. Here you will be able to observe the truth of my words. Goodbye, Granna Zeba. Ach, der hat sein Schwert beerdigt? Malphus, brother. Can you hear me? Do you listen still? Ein einzelner Baum irgendwo im Nirgendwo. Ja, super. The End! Wir haben es geschafft, nach keine Ahnung wie vielen Jahrhunderten. Und zack, plötzlich tauchen die Credits auf. Aus dem Nichts, Fingerschnipp und plupp, aufgeploppt. Oh, herrje. Welche Folge ist das denn hier eigentlich gerade? 230? Schon ziemlich lang geworden, aber hey. Ist ja egal, wir haben... Aber wir haben es eigentlich geschafft, juhu. Wir haben es durch, dieses wunderbare Spiel. Dieser wunderbaren Story, wunderbarer Charaktere. Merrick, du warst der Beste von allen. Warum musstest du sterben? Ich find's eigentlich immer schade, wenn in Videospielen man hat eine Party, man bindet mit den Partymitgliedern ein Band auf während des Durchspielens und dann wird einem einfach ein Charakter weggenommen. Für immer. Entweder verlässt er die Party dauerhaft oder er stirbt. Da frage ich mich, wieso braucht man die sowieso überhaupt in die Gruppe ein? Ja, nicht nur hier, sondern auch bei anderen Spielen. Aber hey, wenn sie meinen, Melks Opfer hat ja auch irgendwie zur Story mit dazugehört, dass Theo dann den Schmerz und so kennenlernt, von einem menschlichen Herz das besser versteht und dann selbst, ihr wisst schon. Aber hey, das Einzige, was ich wirklich, 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 wirklich an dem Spiel anzumeckern habe, ist, wie gesagt, dass diese Texte, manche Texte, die man vorlesen muss, einfach von alleine weggehen. Warum, Entwickler? Warum macht man sowas? Wenn ihr solche Texte einbaut, dann synchronisiert diese, wenn sie von alleine weggehen, wie in anderen Dialogen, die synchronisiert sind und da die Texte von alleine weggehen. Wie soll man das alles so schnell lesen? Da bekommt man doch nichts von der Story mit. Ja, wir haben jetzt hier Text. Nimm. Für 5 Sekunden. Du hast 5 Sekunden Zeit, eine Wall of Text zu lesen. Und wenn nicht, dann hast halt Pech gehabt. Aber hey. Wenigstens haben wir nochmal alle am Ende nochmal alle wieder gesehen, was sie jetzt so machen. Nach einem Jahr, wie sie sich entwickelt haben, wie ihr Leben weitergeht. Das Überraschendste war wohl Melania als Lehrerin. Ja, wer möchte sie nicht als Lehrerin haben? Ach, ey. Naja, solange sie nicht mit Feuerbällen um sich wirft, um die Kinder für Ungehorsam zu bestrafen. Ob Melania eigentlich jetzt durch die Finden... Wobei, was soll die Frage? Sie hat mit sicherlich noch ihre Valmar-Kräfte. Ich meine, nachdem wir Zira besiegt hatten und Valmar dann zusammengefallen ist, sich aufgelöst hat, war ja die Szene da auch ja hinterher, wo Ryodo, Melania und Elaine rumgeflogen sind. Also hat sie sicherlich noch ihre Valmar-Kräfte, auch wenn es heißt, Valmar ist weg. Oder sie hätte ja eventuell ihre Kräfte da, keine Ahnung, dazu benutzen können, geopfert können, ihre Kräfte benutzt,
hier wieder alles in Ordnung zu machen in der Welt. So da und so dann mit ihre Kräfte geopfert. Und ist jetzt eine normale Menschenfrau. Ach, ich hab doch keine Ahnung. Ich spekuliere einfach. Ja, und das ist dann die Story von Grandia 2.1 oder 5 oder keine Ahnung. Ja, eine neue Fortsetzung. Auch wenn es keinen Sinn ergibt. Aber hey, reden wir nicht davon. Ja, was eigentlich auch noch gemein war, aber nicht so gemein wie die von alleine selbst laufenden Texte. Die Teufel in dem Labyrinth. Baboom, One-Hit auf alle Charaktere. Ich frage mich, wir haben ja gesehen, dass Sierra Weimar auch Baboom kann. Ob mich das auch One-Hit getötet hätte von allen Charakteren her. Du kannst ja deinen letzten Save laden und nachgucken. Und da haben wir nochmal die ganzen Synchronsprecher von den Charakteren. Naja. Spätestens wenn ich im Hard-Mode privat wieder an die Stelle komme, werde ich das schon merken. Ja, Rappi hat mir ja schon gesagt, dass einige Bosskämpfe im Hard-Mode extrem beschissen sadistisch sind. Besonders von Weimars Kern. Oder was, der Body? Irgendwas von Weimar, aber hey. Werde ich ja selbst schon sehen. Da sind wir durch. Mit den Credits. Ah, wir sind durch. Ich muss aber noch ungefähr 3 Minuten aufnehmen. Dann wird die Folge perfekt, dann... 15 Minuten. Super. Hat alles perfekt gereicht. Wie habe ich es jetzt geschafft, die Credits perfekt zu übersprechen mit sinnvollem Text? Ich habe meistens immer Schwierigkeiten damit, irgend so einen Lückenfüller zu finden. Aber hey, was soll's? Jetzt musst du ja nur noch für die letzten 3 Minuten was finden. Kampfsystem war übrigens auch recht interessant. Also von den bisherigen RPGs, die ich mit Kampfsystem her gespielt habe, auch recht... Ja, was für RPGs habe ich eigentlich gespielt? Ja, Pokémon, Golden Sun und ein paar Tales-Spiele. Und jetzt das hier. Mehr eigentlich nicht. Wohin? Beim Kampfsystem hier muss man schon ein bisschen strategischer denken. Man hat auch viel Möglichkeiten. Ja, besonders das mit den Eiern. Einfach umtauschen. Das war auch interessant. Die Mana-Eier. Das nicht... Dass man sich aussuchen kann, wer jetzt welchen Zauber bekommt und so. Bei manchen Spielen ist es ja festgesetzt, wer welchen Zauber hat. Und hier kann man das wirklich nach eigenem Belieben gestalten. Wer jetzt welche Zauber bekommt. Das war, ist auch mal interessant gewesen. Naja, ich würde sagen, das war Grandia 2, die Anniversary Edition nach 32 Folgen? Sicherlich? Ja. Haben wir es nun endlich geschafft? Es ist vorbei. Nachfolgeprojekt? Naja, wenn es... Werden wir sehen. Ich lasse mich da auch selbst überraschen. Ich habe zwar etwas geplant, aber wenn es nicht so recht funktioniert, habe ich ja noch was anderes in der Hinterhand. Also von daher... Mal schauen. Mal schauen. Ihr werdet es dann ja eh schon... wissen und erfahren. Und ich werde es natürlich vorher wissen, weil ich es eh vorher aufnehme, als ihr zu sehen bekommt. Also von daher sehen wir uns in anderen Projekten wieder.
Aber bis dahin sage ich gute Nacht.